Knapp 2000 Quadratmeter buntes Gummi, Erlebnisparcours und sogar ein Schloss. Hier werden Erwachsene wieder zu Kindern, sagt der Veranstalter. Und wir haben es ausprobiert. Damit willkommen bei Galileo und einem Tag beim Big Bounce in Orlando. Vor Corona natürlich. Rumhüpfen, Seifenblasen, Partystimmung. Das ist der Big Bounce, der größte Hüpfpark der Welt. Die clevere Idee, hier können auch Erwachsene bouncen, denn man tut beim Hüpfen auch was für seine Fitness. Tausende Menschen hat das Mega-Event schon auf die Hüpfflächen gelockt. Wir testen es. Orlando, Florida, 7 Uhr morgens. Ein Wochenende lang steht der 930 Quadratmeter Hüpfpark hier. Das Team bereitet alles für den großen Ansturm vor. Tourmanager Manny ist schon seit Stunden wach. Den Hüpfpark aufzubauen, ist jedes Wochenende eine logistische Meisterleistung. Wir sind gestern um 4.30 Uhr angekommen, weil es am Vortag geregnet hat. Also mussten wir alles bis 9 Uhr vorbereiten. Das Event geht von 9 bis 9, also 12 Stunden lang. Die großen Flächen haben die Mitarbeiter mit Hochdruckgebläsen nachts aufgeblasen. Der Hüpfpark besteht aus Spezialvinyl. Rund 1 Million $ hat die Produktion gekostet. Am Vormittag ist der Hüpfpark noch für Familien geöffnet. Doch ab 15 Uhr heißt es nur für Erwachsene. Ein Konzept, das zwei Schotten vor 3 Jahren erfunden haben. Es heißt, die beiden waren auf einer Party mit Hüpfburg. Sie wollten drauf, die war aber nur für Kinder. Also haben sie eine Hüpfburg auch für Erwachsene gemacht. 14 Uhr, noch eine Stunde bis zum Erwachsenen-Event. Wer da mithüpfen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die Mischung aus Megaspaß und Fitness trifft genau den Zeitgeist. Der Andrang ist riesig. 500 Leute wollen ein Ticket ergattern. Wir haben es auf Facebook entdeckt und uns gedacht, das ist toll für ein Date. Es ist ein super Workout. Und wir sind in den 40ern. Heute dürfen wir noch mal 5 sein. Es ist nur für Erwachsene. Hier stoßen wir nicht mit Kindern zusammen, können uns aber wie Kinder austoben. Sich wieder wie ein Kind fühlen. Mal schauen, ob das hier wirklich so einfach möglich ist. Wir wollen es ausprobieren und treffen dafür Mark und Isabel, ein deutsches Paar, das in Florida lebt. Sie sind extra 3 Stunden angefahren und haben hohe Erwartungen. Viel Party und vielleicht Konfetti, großen Bällen. Bin sehr gespannt drauf. Ja, es wird gut. Das wird super. Dafür nehmen die beiden einen stolzen Preis in Kauf. Eine 3-stündige Hüpfsession kostet $30 pro Person. Von außen sieht der Big Bounce aus wie eine herkömmliche Hüpfburg. Der erste Schritt auf dem Weg zurück in die Kindheit. Schuhe ausziehen, denn gehüpft wird ausschließlich in Socken. Dann heißt es, erneut Schlange stehen. Aus Sicherheitsgründen dürfen immer nur 150 Leute gleichzeitig auf die große Hüpfburg. Weil der Andrang so groß ist, wechseln die Gruppen alle 45 Minuten. Die Stimmung ist trotz Schlange super. Und nach 15 Minuten Warten sind auch Mark und Isabel dran. Freut ihr euch auf den Big Bounce? Startschuss für die Mega-Party. Am Anfang tasten Mark und Isabel sich vorsichtig heran. Doch schnell kommt Partylaune auf, dank DJ und Seifenblasen. Neben dem Bouncen gibt's hier einiges zu erkunden. Eine Kletterwand zum Beispiel und eine Riesenrutsche mit 5 Bahnen. Nach 45 Minuten Bouncen brauchen die beiden eine Pause. Ich bin fix und fertig. Ja, absolut. Ich glaube, das kann man uns auch ansehen. So was Cooles habe ich vorher noch nicht gesehen. Auch die ältere Generation ist da und machen mit, sind dabei, dancen ab und haben eine Menge Spaß. So wie Gloria und William, 69 und 71 Jahre alt. Auch sie wollen sich heute wieder jung fühlen. Wie hat es die beiden hierher verschlagen? Unsere Tochter hat uns eingeladen. Das ist eine gute Beschäftigung im Freien und besser als faul zu Hause rumzusitzen. Ich hatte viel Spaß.
Mark und Isabel haben sich inzwischen von Station Nummer 1 erholt und noch eine Menge vor sich. Denn zum Hüpfpark gehört auch der größte aufblasbare Hindernislauf der USA, der Big Giant. Hier setzt der Veranstalter voll auf Abenteuer, um die Erwachsenen bei der Stange zu halten. Ich glaube, es wird ein kleines Wettrennen. Okay. Aber sieht gut aus. Ready, set, 3, 2, 1, go! Der Big Giant trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Er ist über 275 Meter lang mit 50 verschiedenen Hürden. Hier soll man sich wie in einer Gaming-Show fühlen. Mark und Isabel haben die Hälfte geschafft. Dann folgt der mit Abstand schwierigste Part, der Riesenball-Parcours. Wir sehen niemanden, der den Run fehlerfrei schafft. Auch Isabel und Mark scheitern knapp. Ich hab's fast geschafft, ja. Aber es ist so anstrengend. Die Bälle sind so weich. Und man muss so große Schritte machen. Also das ist was ganz anderes. Habe ich so in Deutschland noch nicht gesehen in der Form. Ja. 3 Stunden hüpfen, tanzen und rennen. Ist das Spaßversprechen für die beiden aufgegangen? Also der Hindernisparcours ist halt einfach echt Wahnsinn. Deutlich größer als irgendwas anderes, ja. Deutlich anstrengender als alles andere. Wir hatten so viel Fun, aber man ist super durchgeschwitzt, total K.O. Ich hatte einen Puls von 170. Nach 12 Stunden Hüpfspaß bauen Manny und sein Team den Hüpfpark wieder ab. Und der Big Bounce zieht weiter. Unser Fazit, ein cooles Konzept, das genau den Zeitgeist trifft. Spaß und Fitness als perfekte Kombi.